Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ophelia und wir spielen Baphomets Fluch Director's Cut. Und in dieser Folge haben wir vor, die Kanalisation zu erkunden, was wir direkt auch mal tun. Wir klettern da jetzt mal runter. Auf den Spuren des Clowns. Und unten angekommen sehen wir auch direkt da ein rotes Bällchen, was das wohl ist. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Er hat sich hier unten also umgezogen. Was haben wir da? Ein weiteres Stück irgendwas. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Das aufgeweichte Tuch aus dem Rinnstein. Die Nase ist hohl. Auf der Innenseite steht La Risée du Monde, Paris. Eine knallrote Plastiknase, Teil von einem Clownkostüm. Okay. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Das ist ein Stofffetzen, den ich im Rinnstein gefunden habe. Wahrscheinlich ein Teil des Clownskostüms, das da hängen geblieben ist. Dann klettern wir mal hier hoch. Hallo. Bleib genau da stehen. Du Kanalratte. Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Ich habe einen Clown verfolgt. Einen Clown? Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Ja, aber er hat eine Bombe gelegt in einem Café, hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Ja, doch, total. Okay, dann reden wir mal weiter über den Clown. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Was gibt es da groß zu erzählen? Ein typischer Verbrecher. So wie Sie. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher, solange sowas wie sie auf den Straßen rumläuft. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster, ich bin ein amerikanischer Tourist. Das behaupten Sie. Okay. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden und wenn ich in jeden Gully, in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Bravo! Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel. Mit den Tretern werden Sie nicht weit kommen. Hat er einen Koffer dabei gehabt, der Clown? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt oder muss ich die Polizei rufen? Hier, meine Karte. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Ressin? Was heißt das hier? Mord dezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie...
Ich hatte gleich so ein Gefühl, dass sie irgendwie anders waren. Es ist ihre Gestik, ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Und nochmal von vorne. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ja, ich verstehe schon. Okay. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die Ihr Besuch für mich bedeutet. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Okay. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. Gut, hier. Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Ich habe genau sowas auch im Haus. Kann ich schnell mal holen, wenn Sie wollen. Nein, machen Sie sich keine Mühe. Oh, das macht keine Mühe, Monsieur. Vergessen Sie es. Ich versuche ja nur, Ihnen zu helfen, Monsieur. Okay, der hat eine Clownsnase an. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Das sieht mir sehr nach einer Clownsnase aus. Gut erkannt. Genau, die muss er in seiner Panik verloren haben. Es sei denn, er wollte, dass Sie sie finden. Warum sollte er das wollen? Um Sie auf eine falsche Spur zu locken. Glaube ich nicht. Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt, ne, Sipa? Ja. Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Sie haben eine Jacke gefunden mit dem Muster? Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Oh, wie hieß der denn? Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Wahnsinn. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe.
Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Da bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. Ja, das war's. Ich muss dann jetzt wieder gehen. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ja, das werden wir. Früher oder später. Wird noch ein bisschen dauern. Also ist der Clown über die Kanalisation abgehauen. Auf dem Vorplatz wieder aufgetaucht und dann hier in die Straße geschlüpft. Es ist nicht viel, aber immerhin mehr als die Bullen haben. Okay, wir können jetzt mal versuchen, den Schneider anzurufen. Das wird der bestimmt sein. Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobart. Ich kenne Sie nicht. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Ich brauche Informationen zu einem Clown. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle Vert gelegt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Kennen Sie einen Mann namens Plantard? Nein, noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einem Plantard gehört habe. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Ja. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hatte er gar keinen Hund. Was denken Sie? Ich kenne keinen Plantard und ich habe noch nie von einem Plantard gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Achso, ich kann nur noch auflegen, okay. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Ja, ich meine, wie soll der Typ denn reagieren, wenn ihn da einfach irgendwer anruft und sagt, kennen Sie einen Clown? Hallo? Egal. So, jetzt gucken wir uns mal Paris an. Wo können wir denn hingehen? Zur Polizeistation. Was wollen wir denn an der Polizeistation? Wir gehen mal dahin. Verzeihung. Nicht so schnell. Ihre Personalien, bitte. Hä? Wozu? Falls Sie einen Unfall haben, dann wissen wir, wohin wir Ihre Leiche schicken sollen. Was? Okay. Hören Sie, ist das wirklich nötig? Ich bin hergekommen, um mit Rosso zu sprechen. Ah, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Er ist nicht da. Aber... Möchten Sie eine Nachricht für ihn hinterlassen? Ich kann Ihnen blaue und schwarze Kugelschreiber anbieten. Ich würde einen blauen für eine weniger formelle Kommunikation empfehlen. Ich würde lieber mit ihm persönlich sprechen. Wie Sie wünschen, Monsieur. Ich hätte gern einen roten. Ist Sergeant Mouet da? Was? Möchten Sie ihn sprechen? Ja, bitte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wann das letzte Mal jemand Monsieur Mouet sprechen wollte. Niemand redet mit ihm, nicht mal seine Kinder. No. Ja, er ist nicht da, Monsieur. Er ist bei Inspektor Rosso.
Wie Laurel und Keaton, non, monsieur? Hardy, Oliver Hardy. Okay, hier, ich habe diese rote Nase in der Nähe des Café de la Chandelle Verte gefunden. Eine Clownsnase? Genau. Der Typ, der sie benutzt hat, ist ein gemeingefährlicher Killer. Wenn Sie meinen, Monsieur. Ey. Ich habe Ernsthaftigkeit am Job gefunden. Was zum Teufel ist das? Ein Beweisstück. Beweis wofür? Mayonnaise-Schmuckel? Das klebrige Zeug ist Theaterschminke. Ah, und das soll mich jetzt fröhlich stimmen, ja? Ich schlage vor, Sie überlegen sich lange und genau, was Sie mit Ihrem Leben anfangen, Monsieur. Diesen Stofffetzen habe ich im Rinnstein gefunden. Vraiment? Er wurde vermutlich vom Anzug eines wahnsinnigen Killers abgerissen. Selbst wenn Sie Sherlock Holmes wären, hätte ich Probleme, Ihnen das zu glauben. Oh, okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sehen? Das ist nur irgendwelcher Polizeipapierkram. Ein Steckbrief. Ein Steckbrief für einen gewissen Robert Overmann. Noch nie gehört, den Namen. Ich auch nicht. Ist das ein Insider? Keine Ahnung. Und telefonieren. Aber wir konnten doch noch mit Nico telefonieren, aber machen wir das doch gleich mal. Hallo, Nicole Collard? Hallo, hier spricht George. Ah, oui. Du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft. War ja nicht einfach. Hör mal, hast du keine Lust, zu mir rüberzukommen, heute Nachmittag? Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarrie Nummer 361. Okay, bin gleich drüben. Ich bin es gewöhnt, alleine zu arbeiten. Aber ich muss zugeben, es fühlt sich gut an, dass George auch in diesem Fall ermittelt. Trotzdem gibt es Dinge, die ich allein tun muss. Und zwar schnell. Ich brauche die Antworten auf ein paar Fragen. Wer ist der Kostümmörder? Und warum hat er Carchon umgebracht? Warum hat Carchon mich gebeten, ihn zu interviewen? Woher kannte er meinen Vater? Und wovor hat mein Redakteur solche Angst? Hier wird im Geheimen ein Krieg geführt. Aber wer steht auf welcher Seite? Nur eines weiß ich sicher. Ich werde die Antworten nicht dadurch finden, dass ich an meinem Schreibtisch sitze. Ja, aber George kommt doch gleich vorbei. Ach so, okay. Oh, jetzt können wir uns mal die Wohnung vernünftig angucken. Mein erster Teddy. Ich hatte nie einen Freund, der mir so treu war wie er. Ja. Ja. Ach so, sie konnte. Ah, okay. Sie hat sich da einfach nur hingesetzt. Gut, gucken wir uns mal weiter um. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Das erste Bild, das ich je gemacht habe. Mit der ersten Kamera, die er mir je gekauft hat. Sie haben keine neuen Nachrichten. Ach so, da gibt's nur Musik. Kann man die ausmachen? Kann man das auch ausschalten? Hallo, ich will's ausschalten. Kann man da... Ach, whatever. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, das ist sehr laut. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen.
Die Schatulle ist eine der wenigen Hinterlassenschaften meines Vaters. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Cachons Kästchen. Okay. Hat sie da einen Schlüssel für? Wohl nicht. Das war der Schlüssel für... Nee, okay. Ja. Das stimmt allerdings. Nur können wir das schon irgendwie aufmachen oder so? Sehe ich ja jetzt nicht, ne? Gut. Gibt es sonst noch irgendwas zu machen hier? Ich, nicht wirklich, ne? Dann können wir rausgehen, okay. Oh, die Blumenverkäuferin. Mit der können wir mal reden. Mit der haben wir bisher immer nur mit George geredet. Mademoiselle Collard! Oh, hallo. Sagen Sie nichts. Ich werde einen großen, gut aussehenden Fremden kennenlernen. Nein, ich glaube nicht. Warum meinen Sie das? Oh, nur so eine Vermutung. Na jedenfalls. Ihre Cousine ist recht hübsch. Was? Ihre Cousine aus Marseille. Wie konnten Sie die nur vergessen? Die hat gestern in ihrer Wohnung auf Sie gewartet. Ach, wirklich? So ein charmantes Mädchen. Ja, nicht wahr? Und sie war in meiner Wohnung, sagen Sie? Tja, natürlich. Sollte sie etwa draußen warten? Dafür hatte sie doch den Schlüssel. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Meine Wohnung war verwanzt worden. Dadurch wusste Plantard alles über meinen Artikel. Woher ich das weiß? Weil ich gar keine Cousine habe, sondern nur einen lieben Cousin namens Jean-Marc, der in Le Touquet eine Bäckerei hat. Diese Leute sind skrupellos und das heißt sehr gefährlich. Ach du Scheiße. Okay, da müssten wir eigentlich... ich wette, sie hatte vergessen, welches meine Wohnung war, stimmt's? Oh, Mademoiselle Collard, Sie können ja Gedanken lesen. Genau das hat sie gesagt. Ja, ich habe diese Gabe. Nun, dann gehe ich wohl besser mal rauf und sehe nach, ob mir meine liebe Cousine was dagelassen hat. Au revoir, Mademoiselle. So ein paar Wanzen oder sowas. Gehen wir mal zurück. Na, wo hat meine hübsche neue Cousine denn nun ihre kleine Wanze geparkt? Ich muss alles durchsuchen. Ich würde sagen, unterm Tisch. Unterm Tisch klingt gut. Oder am Telefon. Unterm Tisch, hallo. Eigentlich solltest du unter den Tisch gucken. Da. Hä? Ah, Rechtsklick. Okay. Keine Wanze. Nur ein 20 Jahre alter Kaugummi. Dann am Telefon. Das Telefon wäre das offensichtliche Versteck für eine Wanze. Aber dieser Hörer wurde seit Jahren nicht mehr aufgeschraubt. Außerdem hätten sie damit ja nur meine Leitung verwanzt. Dann das Foto von deinem Papa. Nein, der Teddy. Auf dem Foto ist mein... Das Foto ist definitiv... Ach so, okay. So, der Teddy. Wie gemein. Mein erster Teddy. Ich hatte nie einen Freund, der mir so treu war wie er. Nichts dran. Keine Wanzen. Hä? Ja, was denn sonst? Sonst kann man ja gar nicht mehr so viel angucken hier. Sie haben keine neuen Nachrichten. Keine Nachrichten für mich. Am Anrufbeantworter sind keine Wanzen versteckt. Stereoanlage? Die kann man sich nicht angucken. Das Einzige, was es noch gibt, ist hier die Truhe. Aber Wanzen in die Truhe rein ist auch irgendwie blöd, oder? Die Schatulle ist eine der wenigen Hinterlassenschaften meines Vaters. Aber die kleine Metallscheibe darunter ist neueren Datums. What? Eine Metallscheibe? Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Die Schatulle ist eine der wenigen Hinterlassenschaften meines Vaters.
Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Aber die kleine Metallscheibe darunter ist neueren Datums. Kann man das irgendwie drehen? Ja. Ach da, was haben wir da? Oh, chère Cousine. Du hast mir also wirklich ein kleines Geschenk dagelassen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Na, Hauptsache du siehst das. Du machst mir keine Angst. Das Beste. What? Hat sie den Mülleimer geschmissen? Oder aus dem Fenster? Oder in den... Wohin? Gut. Das war's dann. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll, aber... wir werden das in der nächsten Folge herausfinden. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.